Heute, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Und wir haben von unserem Sponsor Yu-Gi-Oh! Card Market ein paar Sachen bekommen. Und auch hier diese brandneuen Special Yu-Gi-Oh! Card Market Hüllen. Hab ich noch nie gesehen. Ja. Der hat noch fast keiner gesehen. Ja. Deswegen sind wir auf Kurs. Komplett neuer Markt, oder? Und wir werden uns die mal heute genau anschauen für euch. Erstmal der erste Eindruck. Brandneu, exklusiv. T-Shirts gibt's auch. Also es ist ein Schwarz, es ist eigentlich echt ein schönes Schwarz. Das ist so, wie sagt man das? Schwarz. Nein, ein schönes Schwarz. Dieses Glänzende. Dieses Schwarz. Es ist nicht matt, sondern das andere. Ja, glänzend. Shining. Ja, Shining. Ja, genau. So heißt ja, also glänzend. Genau, glänzend. Da, mach halt auf, Alter. Soll ich auch machen? Mach, was du willst. Ich muss echt gerne direkt aufmachen. Darf man hier Turnier spielen? Ja, na klar. Weißt du, hinter dem Ding, oder? Ja, deswegen weiß ich ja nicht. Wegen was? Ja, hinter dem Zeichen. Ich weiß nicht, ob man die auf Turnier spielen darf. Aber so an sich ist es schon geil. Oder? Für privat auf jeden Fall, ja. Zeig mal, wie geil die sind. Ich finde die gar nicht so schlecht. Ja, zeig das mal der Kamera, wie geil die sind. Tue mal ein paar Karten rein, da mischen wir unsere Hände. Zeig mal von vorne die Größe und so. Sind die... Perfekt. Karte passt perfekt rein. Gut geschnitten. Ich finde die auch recht stabil, oder? Ja, das schon, aber ich finde die kleben zu doll. Wie meinst du das da? Ja, beim Mischen? Ja, das ist so wie bei Ding, glaube ich. Wie bei... Das wie bei Player's Choice auch. Ja. Oh, nein, bei Player's Choice. Player's Choice auch so. Nein, nein, hinten klebt mit sich. Nein, wenn, ja, was mal. Ich mache mal ein paar mehr, da kann ich mal ein bisschen mischen. Aber so an sich. Oder? Gar nicht mal so schlecht, oder? Also in der Hand zu mischen fühlt sich echt gut an. Geht alles schön locker, saftig. Wie mischt sich damit? Ich finde sie nicht schlecht. Oder? Will jemand herausfinden, wie viele Hüllen in einer Packung sind? Vielleicht? Alex zählt gerade, wie ein Grundschüler. Vom Schnitt her. Auch sehr gut. Also die ist meistens immer so, dass sie dann mal so rausragen oder so, aber hier. Echt gut. Ohne Hüllen. Es sind 50 Stück drin. Ich habe schon gerade nachgezählt. Das ist aber ein Minuspunkt. Ja. Genau. Eben, es reicht nicht. Weil man braucht 40 Main-Deck-Karten und 15 Side-Deck-Karten. Also braucht man mindestens 55 Stück. Ja, weil kennt man den Preis? Weil wenn sie nicht allzu teuer sind, dann... 2 Euro plus Versand. Wie viel? 2 Euro plus Versand. Ja, das ist okay. Bist du ein Train? Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man die auf Turniere spielen darf. Ich glaube ja nicht. Das Problem ist halt auf Turnieren, die sind schon da auf wirklich Kleinigkeiten. Manchmal bei so Deckfragen oder so bei Deckcheck, die legen die Karten so hin, da kommen sie mit einer Lampe, da schauen sie von der Seite, das ist wirklich auf jede Kleinigkeit. Ja, wir reden hier gerade vom großen Turnier. Ja, vom großen Turnier. Ja. Das meine ich ja. Wann warst du das letzte Mal auf einem großen Turnier? Warst du das letzte Mal erfolgreich auf einem großen Turnier? Punchline. Du auf jeden Fall, nee, die fühlen sich echt schön an beim Mischen. Die fühlen sich schön an beim Mischen. Ja doch, gefallen mir echt. Also echt, ja, ich gedacht. Also ich denke mal hier so auf so. Also jetzt auf den ersten Blick habe, weil ich ein bisschen skeptisch habe. Ich denke mal so auf Shop-Turnier darf man die schon spielen, ganz normal. Aber ich denke mal überall, wo halt auf Regionals, Locals, was auch immer. Stabilität, Vergleich zu anderen Hüllen. Ich finde, die kann man schon gut vergleichen mit Player's Choice. An Stabilität. Ich finde die von der Ding her besser als von den ganzen Standard. Die sind halt Player's Choice und KMC sind halt immer noch Top 1, aber die sind halt von den ganzen Standardhüllen, wie zum Beispiel... Bewertung? Du bist ja Profi. Mäßig, oder? Ja, du hast ja schon alle Hüllen ausprobiert. Auf jeden Fall stabil, Preis, Leistung passt. 6-7 Sterne. Wie gesagt, nochmal auf großen Turnieren schaut ihr auf die Ecken und die Kanten. Und das ist halt wirklich riskant. Es schaut nicht schlecht aus, aber ich glaube... Ja, das ist auch brandneu. Da wird sich sicher noch was machen lassen. Ja.
Wir werden den weitergeben, wir werden es auf jeden Fall verbessern. Aber für Freizeit und so fühlen sie sich wirklich gut an. Ist eine schöne schwarze glänzende Farbe. Ja. Deswegen Preis-Leistung passt, dagegen kann man nichts sagen. Nein. Aber auf großen Turnieren vielleicht nicht so empfehlen. Wir schauen noch, wir testen es ein paar Wochen und dann sagen wir, dieses Jürgen. Ja, aber die haben wir noch ähnlich spielen, wie wir den Lungen sitzen. Man darf doch keine Dinger spielen. Natürlich, wir sagen, halt ihn, ich glaube, das ist so. Man darf auch Filter und alles haben. Ich habe keine Ahnung. Man darf nur sich keine Vorteile in der Wirtschaft oder wenn die Logos ja, natürlich nicht alle gleich sind und wenn man da was erkennen kann, dann natürlich. Ja, das ist ja das. Aber hier... Aber trotzdem recht gut. Preis-Leistung passt. Preis-Leistung. Ja, das können wir ja erklären, das machen die dann schon. Wir können ja easy eine Packung von 50 auf 60 machen. Das klären wir dann schon. Also das müsste auf jeden Fall gemacht werden. Tun wir das. Sind wir Marktleiter oder was? Nein, wir geben denen Vorschläge, wie sie ihr Produkt verbessern können. Dann nehmen sie es an oder nicht. Ganz einfach. Sehr gut, Fabius. Danke. Ja, und wir klären das. Auf jeden Fall. Und bis dahin, schaut beim Market vorbei. Da könnt ihr die kaufen. Und noch andere coole Artikel. Und leider durch. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab, unten in der Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.